Heute, wie versprochen, drei weitere Tipps zum Thema Netzwerken. Wenn dich das Thema interessiert, schau auch bei meinem letzten Video vorbei. Ich versuche schnell, so viel wie möglich aus meinem Netzwerk herauszuziehen, weil ich nicht weiß, wie lange es besteht. Beim Netzwerken kann die altbekannte Weisheit "Geben ist seliger als Nehmen" aus dem Neuen Testament als wertvolle Maxime dienen. Dieses Prinzip erinnert uns daran, dass es bei der Kunst des Netzwerkens nicht nur um den Austausch von Gefälligkeiten oder das Streben nach sofortigem Nutzen geht, sondern vielmehr darum, sich selbst als wertvolles Angebot für andere zu präsentieren. Durch selbstloses Geben, das heißt Hilfe und Unterstützung, ohne das Erwarten einer Gegenleistung anzubieten, wird eine tiefe und beständige Form des Vertrauens aufgebaut. Das selbstlose Geben setzt eine Kette des guten Willens in Gang und fördert eine Gemeinschaftskultur, in der Hilfsbereitschaft und Unterstützung die Grundlagen bilden. Diese Handlungen können einen unschätzbaren Einfluss haben, denn wenn man ohne die Erwartung der sofortigen Gegenseitigkeit gibt, schafft man eine Atmosphäre der Großzügigkeit und des Vertrauens, die das Fundament für dauerhafte und starke Netzwerke bildet. Langfristig wird dieser Ansatz nicht nur das eigene Ansehen in der Gemeinschaft erhöhen, sondern oft zu unerwarteten und weitreichenden Vorteilen führen, wenn andere sich inspiriert fühlen, ebenfalls großzügig und unterstützend zu handeln. In einer Welt, die oft von kurzfristigen Transaktionen und direkten Tauschhandel geprägt ist, bietet das Prinzip des Gebens ohne eine unmittelbare Erwartung eine erfrischende Alternative, die letztendlich zu einer stärkeren und engagierteren Netzwerkgemeinschaft führt. Wer diese Haltung einnimmt, wird schnell feststellen, dass wahres Netzwerken eine reichhaltige Erfahrung ist, die weit über das berufliche Vorankommen hinausgeht. Ein gutes Gespräch reicht aus, um nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Die Macht der Nachbereitung sollte im Netzwerkprozess niemals unterschätzt werden. Sie ist das kritische Bindeglied zwischen einem ersten Treffen und dem Aufbau einer nachhaltigen Verbindung. Während das eigentliche Gespräch der Samen ist, der gepflanzt wird, ist die Nachbereitung das Gießen, damit dieser Samen sprießen und gedeihen kann. Nach einem Gespräch oder einer Veranstaltung eine schnelle Nachricht zu senden, zeigt nicht nur, dass du die Person schätzt, sondern dass du auch in die Beziehung investieren möchtest. Es demonstriert Achtsamkeit und Professionalität und hebt dich in einer Welt voller oberflächlicher Interaktionen hervor. Diese Nachrichten können vielfältig sein. Über eine einfache Dankes-E-Mail bis hin zum Teilen eines Artikels, der im Gespräch erwähnt wurde, oder auch die Einladung zu einem Folgetreffen. Jede dieser Aktionen sendet eine klare Botschaft. Du bist mir wichtig und ich bin weiterhin an einer Interaktion interessiert. Durch die Nachbereitung schaffst du eine Grundlage für zukünftige Interaktionen und gewährleistest, dass die Verbindungen zukünftig stark und relevant bleiben. In der heutigen, schnelllebigen Welt kann solch eine persönliche Note den entscheidenden Unterschied ausmachen und den Weg für eine langfristige, bedeutungsvolle Verbindung ebnen. Ich bin Experte im Netzwerken. Ich weiß, wie die Menschen ticken. Gelernt habe ich schon genug. Kontinuierliches Lernen ist das Herzstück des Netzwerkens. Es ist ein dynamischer Prozess, der die Bereitschaft erfordert, ständig neue Einblicke zu gewinnen und von den vielfältigen Erfahrungen anderer zu lernen. Die Vielfalt von Menschen und die Unvorhersehbarkeit sozialer Interaktionen machen es unmöglich, Netzwerken zu einem festen Schema zu machen oder Netzwerker in starre Stereotypen zu zwängen. Sieh jede Begegnung und jeden Austausch als Chance, deine Netzwerkfähigkeiten zu verfeinern. Negative oder unangenehme Erfahrungen sollten als Lernchance begriffen werden, nicht als Vorwand, um Menschen vorschnell in Kategorien einzuteilen. Solch ein Schubladendenken grenzt deine Fähigkeiten ein, die volle Bandbreite des Netzwerkpotenzials zu nutzen. Verstehe, dass jede Erfahrung, ob positiv oder herausfordernd, ein Geschenk ist, was zur Entwicklung deiner sozialen Kompetenzen beiträgt. Bleibe neugierig und offen, akzeptiere die Lektion, die jeder Kontakt bietet, und lass zu, dass diese Erkenntnisse dich und dein Netzwerk bereichern. Auf diese Weise entwickelst du dich ständig weiter und bleibst flexibel, um die zahlreichen Nuancen des Netzwerkens zu meistern. Das waren meine heutigen drei Tipps zum Thema Netzwerken. Wenn du mehr über die Themen Netzwerken oder Transformation wissen willst, schau gern bei LinkedIn, YouTube, Instagram oder unserer Tragwerk-Webseite vorbei.